Okay, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab? Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende bis dato wirklich gut überstanden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Genießt ihn, habt Spaß und bleibt gesund, denn das, wie ihr wisst, ist nach wie vor die Hauptsache. Wir machen ganz entspannt weiter mit Kalem, Lucio 101 und YY oder YY, je nachdem, wie man es ausspricht, Fly. 2 Minuten 6, relativ kurzes Ding, für das das drei Künstler drauf sind. Liken, Support, es come out, kommt extrem gut an. Produziert ist das Ganze von Brasco. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Wenn euch das Video gefällt, abonniert nur, wenn es euch gefällt. Supportet mich auf jeden Fall. Würde mich mega, mega freuen. Wir starten direkt rein. So, Kalem und Lucio hat mir beide gestern auf der Albumreaktion zu Aqua von Luciano YY oder YY kenne ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber Lucio hat mich gestern extrem krass positiv überzeugt. Ich bin euch ganz ehrlich, Kalem sowieso immer, ne? Riesenfan von ihm so. Ich bin sehr gespannt. Fly, Abfahrt. So wie Shampoo, 10 Packs eingesteckt in meinen grauen Jogginganzug. Kunden fragen, wann kannst du? Wir haben 8 zu. Ist mir gestern auch schon aufgefallen, nur ich wollte nicht so krass immer auf ihn dann eingehen, so, weil wir haben natürlich noch irgendwie 13, 14 andere Tracks gehabt, die wir vom Album abchecken mussten, so, und das Video ist eh schon lang genug gegangen gestern, so, erstmal vielen lieben Dank für die ganze Resonanz, bin super happy damit, wirklich, dass ihr so viel kommentiert und liked und so weiter, vielen lieben Dank nochmal. Er hat einen ganz eigenen Style, er kommt so ganz frisch, so ganz anders, so, ne? Naja, ob das jetzt Absicht war, dass die Gläser von der Brille mit seiner Sprite matchen? Ich weiß ja nicht. Er kommt ganz eigen und ich glaube, das ist so ein frischer Sound, den viele mögen einfach. Packs eingesteckt in meinen grauen Jogginganzug. Kunden fragen, wann kannst du? Wir haben 8 Uhr. Zu Fressy muss ranzoomen. Bekomm einen Anruf. Kalim, YY, Lucio. Geile Pause, hier auch wieder so ein kleiner Vocal-Effekt, den wir bei Kalem gestern auch sehr, sehr oft hatten und jetzt wahrscheinlich auch wieder gleich kriegen. Ich freue mich immer auf Kalem, auf die Vocals von Kalem, weil da immer so viel passiert. 8 Uhr, zu Fressy muss ranzoomen, bekomm einen Anruf. Kalem, YY, Lucio, wah. Die Bitch schmeckt süß, so wie Dublo. In der Trap aktiv, was machst du so? Wie eine Iced-Out-Sand, du hast keine Hubel. Heute war ein schöner Tag. Okay, ganz kurz, sie splitten so den Part irgendwie ein bisschen, wir steigen direkt mit dem Part ein. Er hat was ganz Eigenes so. Er ist auch so in dieser Underground-Schiene unterwegs, Berlin und so weiter. Habt ihr gestern mir ein bisschen so in den Kommentaren versucht zu erklären. Ich habe teilweise in die Kommentare reingeguckt, teilweise bin ich nicht dazu gekommen. Tut mir auf jeden Fall leid. Hatte auch heute viel zu tun, morgen auch viel zu tun. Ich versuche das alles gerade irgendwie ein bisschen zu managen. Er kommt auch aus dieser Underground-Schiene so. Und jeder, also so Paschan im auch und Simba und so. Die Texte sind so. Man kann sich so ein bisschen relaten, so, weil sie sehr, sehr oft erzählen, was halt tagtäglich bei denen passiert, so. Aber sie verpacken es so auf einem sehr, sehr geilen Beat, super nice, jedes Mal irgendwie. Bei ihm ist es so wie bei Simba und Paschanim, ich weiß nicht, was so geil ist, aber es ist geil. Schöner Tag, ich hab keinen Stoff mehr, die finden die Kunden, du hast keinen Bock mehr. Trap so hart für meinen Block mit Kopfhörer stehen da. Seine Stimme so vom ersten Mal hören ist nicht so. Ich weiß Block mit Kopfhörer, steh nackig in der Butze mit Topf und Kochlöffel. Trap sehr, fällt mir nicht schwer. Ist es, was ich kenn, ja, so hab ich es gelernt. Gefällt, also, gerade auch dieser Kontrast zwischen Lucios Stimme und seiner Stimme jetzt, feiere ich noch nicht so krass. Aber gut, es ist das erste Mal hören, so, wenn ich hier was nicht feiere oder hier was zu hoch lobe oder sowas. Das kann sich nach 2-3 Mal hören oder wird sich nach 2-3 Mal hören, logischerweise ändern. Kochlöffel, Trap sehr, fällt mir nicht schwer. Was ich kenn, ja, so hab ich es gelernt, ey. Ich bin im Viertel, bis die Sonne aufgeht, mir die Pumpen ausgehen oder kopf mich in die Zelle zerren. Ich hab mehr. Ganz kurz, bevor Kalem einsteigt, geiler Beat, jetzt nicht zu aufwendig, nicht zu auffällig, nicht zu aufwendig, Sample hoch runter gepitcht, super, super simples Sample, so lässt halt viel Platz für Drums und generell dann automatisch auch viel Platz für die Vocals da rein. Gerade wenn du so einen Kalem hast, der viel mit diesen Vocal-Effekten arbeitet, sowas, die kommen dann noch besser raus, weil im Beat nicht so viel passiert, wisst ihr? Ich hab mehr Macker in mein Cup als Sprite. Ich hab viel Gold und den Hals doch mehr Blei. Ich hab ne Glock mit nem Laser dabei. Er ist immer voll Teil drauf, ne? Ich hab ne Glock mit nem Laser dabei, ne? Auch diese, er presst es immer so rein, so ist nice. Dabei, trappin' Red Stripes, ha, dicke Fly. Ich hab mehr Macker in mein Cup als Sprite. Hier dieser Hals ist so.
Guck mal, ich würde unglaublich gerne mal wissen, wer das mischt und wer das mastert bei Kalim so. Weil der Raum, in dem sich diese Stimme dann bewegt, ist so voll, also hört sich so groß an, aber auch irgendwie so sehr nah an, also ist ganz komisch. Ich hab viel Gold um den Hals, doch mehr Blei. Ich hab ne Glock mit nem Laser dabei. Trappin' Red Stripes, ha, Digga Fly. Hört man auch jetzt hier wieder dieser gleiche Effekt, hört man auch bei der letzten Silbe jedes Mal, wenn er hier abschließt. Ich hab ne Glock mit nem Laser dabei, auch dieses dabei. Am Ende wird es so voll groß. Ich hab viel Gold um den Hals, doch mehr Blei. Ich hab ne Glock mit nem Laser dabei. Trappin' Red Stripes, ha, Digga Fly. Auf dem Waldorf. Den Effekt hat er sehr, sehr oft, diesen Riser-Effekt, dass er quasi die Stimme so ein bisschen zurückholt, dieses und dann steigt er quasi wieder ein. Ist sehr, sehr oft wahrscheinlich so gemacht, dass die erste Silbe oder die erste Silbe wahrscheinlich gecuttet ist, reversed wurde und dann hat man so einen kleinen, so einen Rise-In-Effekt. Ist eigentlich nice. Passt super gut, gerade bei Kali. Wach auf dem Waldorf, Bett voller Make-up, sieht aus wie ein Tatort. 10 leere Flaschen Miraval, Miraval. Crazy Sweet, Luftballons überall, überall. Auch super geile Adlibs. Generell auch die Adlibs auch mit diesem, mit dem fast im gleichen Hall versehen so. Aber ein bisschen mehr im Hintergrund, noch ein bisschen dünner gemacht, geil. Ja, UGK in mein Tape Deck. Ich trage nur Cartiers, keine Ray-Ban. Ich hab Narben im Gesicht, keine Face-Tats. Ich bin von der Straße, aber trippe so wie ASAP. Er hat auch immer so, auch auf Trap. Ich bin von der Straße, doch ich trappe so wie ASAP. Ne? Auch wie er das rein. Schöne Yamahas. Aha, aha. Super schön. Cool. Er presst so, er ist voll tight immer drauf, aber man hört so, er will auch so tight drauf sein, weil das so krass drauf rappt, so wisst ihr? 50k in mein Ziplock, Mann. Mucke für die Blogs, nicht für TikTok. DJ in Codechain, ich bin am Schein. Diamanten tanzen um mein Hals, ich bin Blei. Ich hab mehr Macke in mein Cup als Sprite. Ach so, das ist die Hook oder was? Die wird mir jetzt, also die Hook würde mir jetzt beim ersten Mal hören zu wenig aufgehen so. Ich bin immer so ein Fan davon, wenn die Hook sich so ein bisschen vom Part abhebt so ein bisschen oder halt zwischendrin irgendwas passiert, was halt ein bisschen ruhiger ist, ein Pre-Refrain oder sowas. Aber so passiert mir beim ersten Mal hören ein bisschen zu wenig. Mein Cup als Sprite, ich hab viel Gold um den Hals, doch mehr Blei. Ich hab ne Glock mit nem Laser dabei. Trappin' Red Stripes, ha, Digga Fly. Ich hab mehr Macke. Dicker Fly, ist mein nice. Cup als Sprite. Ich hab viel Gold um den Hals, doch mehr Blei. Ich hab ne Glock mit nem Laser dabei. Trappin' Red Stripes, ha, Dicker Fly. Kalim ist crazy. Kalim ist crazy. Das war Fly mit Kalim, Lucio und YY oder YY, je nachdem. Ja, streamt das Ding, supportet das Ding. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Song in die Kommentare. Peace.